Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Mein Name ist Philipp Hildebrand und heute dreht sich alles um ein Thema, das für jeden Immobilienverkäufer von immenser Bedeutung ist: die Bonitätsprüfung von potenziellen Käufern. Warum wir uns heute damit beschäftigen? Ganz einfach. Eine frühzeitige Bonitätsprüfung kann euch vor vielen unangenehmen Überraschungen schützen und ist entscheidend für einen reibungslosen Verkaufsprozess. Stellt euch vor, ihr habt den scheinbar perfekten Käufer gefunden. Alles scheint auf Schiene zu sein und dann platzt der Deal in letzter Minute, weil die Finanzierung doch nicht steht. Frustrierend, nicht wahr? Deshalb gehen wir heute Schritt für Schritt durch, warum eine gründliche Überprüfung der finanziellen Lage eurer Interessenten so wichtig ist, wie ihr schon früh die Spreu von Weizen trennt und welche Dokumente und Informationen ihr dabei einholen solltet. Also, macht es euch bequem und lasst uns gemeinsam herausfinden, wie ihr euch und eure Immobilie vor finanziellen Überraschungen schützen könnt. Dann legen wir nach dem Intro gleich los. Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand. In unserem heutigen Thema geht es um etwas, das man wirklich nicht unterschätzen sollte: die Bedeutung der frühzeitigen Bonitätsprüfung beim Verkauf von Immobilien. Lasst uns tiefer eintauchen, warum das eigentlich so wichtig ist. Erstens, die frühzeitige Prüfung der Bonität eines potenziellen Käufers kann euch vor einer Vielzahl von Problemen schützen. Stellt euch vor, ihr habt alles für den Verkauf vorbereitet, der Notartermin ist angesetzt und im letzten Moment fällt alles durch, weil der Käufer die Finanzierung nicht sichern kann. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch finanzielle Einbußen bedeuten, besonders wenn ihr auf den Verkaufserlös angewiesen wart. Zweitens, und das ist ein Punkt, den viele nicht auf den Schirm haben: Zeit ist Geld. Jeder Tag, an dem eure Immobilie nicht verkauft ist, kostet euch potenziell Geld, sei es durch laufende Kosten oder entgangene Gelegenheiten. Durch eine frühzeitige Bonitätsprüfung könnt ihr schneller entscheiden, welche Interessenten ernsthafte Kandidaten sind und eure Zeit und Ressourcen entsprechend besser planen. Außerdem hilft es euch, realistische Erwartungen zu setzen. Wenn ihr von Anfang an wisst, dass ein Interessent finanziell gut aufgestellt ist, könnt ihr mit mehr Sicherheit in die Verhandlung gehen und vielleicht sogar bessere Konditionen aushandeln. Und nicht zu vergessen, das Risiko, dass ein Käufer in letzter Minute abspringt, wird deutlich reduziert. Das gibt euch als Verkäufer nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Freiheit, euch auf die wirklich vielversprechenden Käufer zu konzentrieren. Kurz gesagt, eine frühzeitige Bonitätsprüfung ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass der Immobilienverkauf so reibungslos und stressfrei wie möglich verläuft. Und wer möchte das nicht? Also, immer daran denken: ein gut informierter Verkäufer ist ein erfolgreicher Verkäufer. Und mit diesen Infos im Gepäck, lasst uns den nächsten Abschnitt darauf schauen, wie ihr effektiv die Spreu vom Weizen trennt, wenn es um die Auswahl eurer Interessenten geht. Jetzt, wo wir verstanden haben, warum eine frühzeitige Bonitätsprüfung so wichtig ist, wollen wir uns anschauen, wie ihr die richtigen Interessenten für eure Immobilie auswählt. Der erste Schritt in der Selektion der Interessenten beginnt oft schon, bevor jemand überhaupt die Schwelle eurer Immobilie überschreitet. Es geht darum, frühzeitig zu erkennen, wer wirklich in der Lage und ernsthaft interessiert daran ist, eure Immobilie zu kaufen. Dieser Prozess ist nicht nur effizient, sondern auch entscheidend, um unnötige Besichtigungen und sogenannten Besichtigungstourismus zu vermeiden. Beim ersten Kontakt, sei es per Telefon oder E-Mail, stellt ein paar gezielte Fragen, zum Beispiel nach der aktuellen Wohnsituation, den Gründen für den Umzug oder vor allem nach der finanziellen Ausgangslage. Ihr könnt auch schon früh um eine Bestätigung bitten, dass der Interessent eine Finanzierungszusage hat oder zumindest mit einer Bank in Verhandlung steht. Das gibt einen ersten Hinweis auf die Ernsthaftigkeit und finanzielle Kapazität. Bietet den Interessenten detaillierte Informationen über die Immobilie an und beobachtet dessen Reaktion. Ein ernsthafter Käufer wird spezifische, tiefergehende Fragen stellen, die über allgemeine Informationen hinausgehen. Zögert nicht, schon früh im Prozess nach gewissen Dokumenten zu fragen, wie zum Beispiel eine Finanzierungsbestätigung oder den Nachweis über Eigenkapital. Ihr könnt erklären, dass diese Informationen benötigt werden, um die Besichtigung effizient und zielgerichtet zu gestalten. Indem ihr diese Schritte befolgt, könnt ihr schnell eine Liste von Interessenten erstellen, die nicht nur die finanziellen Mittel haben, sondern auch ein echtes Interesse am Kauf zeigen. Das spart euch Zeit, reduziert den Aufwand für Besichtigung und konzentriert eure Energie auf die Interessenten, die am wahrscheinlichsten zum Abschluss kommen. Im nächsten Schritt werfen wir einen genauen Blick darauf, wie ihr eine vertiefte Prüfung durchführt, sobald ein oder mehrere Interessenten ein konkretes Kaufinteresse zeigen. Bleibt dran, das wird spannend. Nachdem wir uns damit beschäftigt haben, wie wir die ersten Schritte zur Selektion der Interessenten effektiv gestalten, kommen wir nun zu einem entscheidenden Punkt: die vertiefte Prüfung der Bonität bei echtem Kaufinteresse. Wenn ein Interessent durch eure erste Selektion kommt und ernsthaftes Interesse zeigt, ist es an der Zeit, die Dinge auf das nächste Level zu heben.
Eine detailliertere Überprüfung der finanziellen Möglichkeiten des Käufers steht an. Dieser Schritt ist kritisch, weil er jetzt tatsächlich in die Verkaufsphase eintretet, wo Verträge und rechtliche Bindungen ins Spiel kommen. Fordert detaillierte Finanzdokumente an. Dazu gehören nicht nur die bereits erwähnten Finanzierungsbestätigungen oder Eigenkapitalnachweise, sondern auch aktuelle Kontoauszüge oder Gehaltsnachweise. Diese Dokumente geben euch ein klares Bild von der Zahlungsfähigkeit und der finanziellen Stabilität des potenziellen Käufers. Neben den aktuellen Finanzen solltet ihr auch einen Blick auf die langfristige finanzielle Tragfähigkeit werfen. Wie stabil ist das Einkommen des Käufers? Gibt es Risikofaktoren, die die zukünftige Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen könnten? Falls der Käufer bereits andere Immobilien besitzt, könnten diese ebenfalls als zusätzliche Sicherheiten dienen. Informationen hierzu können gegebenenfalls eingeholt werden, um das Gesamtbild der finanziellen Situation zu verstehen. Eine allgemeine Finanzierungszusage von der Bank ist ein erstes gutes Zeichen. Aber für eine feste Zusage solltet ihr nach einer objektbezogenen Finanzierungszusage fragen, die spezifisch für eure Immobilie ausgestellt wurde. Diese gibt an, dass die Bank die Immobilie und die Kreditwürdigkeit des Käufers geprüft hat und bereit ist, das Darlehen zu gewähren. Diese vertiefte Prüfung ermöglicht es euch, mit größerer Sicherheit in die finale Verhandlungsphase zu gehen. Das war ein umfassender Blick auf die vertiefte Prüfung bei echtem Kaufinteresse. Im nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns dann mit den spezifischen Dokumenten, die euch bei dieser Prüfung helfen können. Bleibt dran, das wird euch eine solide Grundlage für eure Entscheidung bieten. Nachdem wir gesehen haben, wie wir eine vertiefte Prüfung durchführen, wenn echtes Kaufinteresse besteht, widmen wir uns jetzt den spezifischen Dokumenten, die dabei eine wichtige Rolle spielen. Diese Dokumente sind eure besten Freunde, wenn es darum geht, die finanzielle Situation eines Käufers wirklich zu verstehen und sicherzustellen, dass der Verkauf glatt über die Bühne gehen kann. Lasst uns einen Blick darauf werfen, welche Dokumente ihr anfordern und wie ihr diese interpretieren solltet. Kontoauszüge sind besonders wertvoll, um einen Einblick in die Liquidität des potenziellen Käufers zu erhalten. Sie zeigen nicht nur, wie viel Eigenkapital vorhanden ist, sondern auch, ob regelmäßige Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis stehen. Bürgschaften von Freunden oder Familienmitgliedern können zusätzliche Sicherheiten bieten. Diese zeigen, dass andere bereit sind, finanziell für den Käufer einzustehen, falls es nötig sein sollte. Sie erhöhen das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Käufers. Wenn der Käufer bereits Immobilien besitzt, können diese als Sicherheit dienen. Informationen darüber, wie viel diese Immobilien wert sind und welche Belastungen darauf liegen, sind für die Bewertung der Gesamtbonität sehr nützlich. Gehaltsnachweise geben Aufschluss darüber, wie stabil das Einkommen des Käufers ist. Sie sind ein entscheidender Faktor, um die Fähigkeit zur Bedienung eines zukünftigen Darlehens zu beurteilen. Eine allgemeine Bestätigung der Bank über die grundsätzliche Bereitschaft, eine Finanzierung zu gewähren, ist ein erster positiver Indikator. Noch wichtiger ist jedoch eine spezifische, objektbezogene Finanzierungszusage ohne Vorbehalte. Diese bestätigt, dass die Bank alle nötigen Prüfungen durchgeführt hat und die Finanzierung der Immobilie gesichert ist. Mit diesen Dokumenten bewaffnet, seid ihr gut vorbereitet, um fundierte Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass ihr mit einem Käufer arbeitet, der nicht nur willens, sondern auch in der Lage ist, den Kauf zu tätigen. Das war unser Überblick über die wichtigsten Dokumente zur Überprüfung der Bonität. Im nächsten und letzten Teil unserer heutigen Episode fassen wir nochmal alles zusammen und geben euch noch einige abschließende Tipps mit auf den Weg. Bleibt also dran! Nun sind wir am letzten Teil unserer heutigen Episode angelangt und es geht um etwas sehr Entscheidendes, die Auswahlkriterien und Entscheidungsfindung beim Verkauf einer Immobilie. Nachdem wir alle nötigen Dokumente gesammelt und die Bonität unserer Interessenten gründlich geprüft haben, steht nun die finale Auswahl an. Wie treffen wir nun die beste Entscheidung? Welche Kriterien sind ausschlaggebend? Hier ein paar Schlüsselaspekte, die euch helfen, einen gut informierten und sicheren Entscheidungsprozess zu führen. Stellt sicher, dass alle erforderlichen Dokumente vollständig und zur Zufriedenheit vorliegen. Unvollständige Unterlagen können ein Hinweis auf potenziell finanzielle Risiken sein. Bewertet die finanzielle Stabilität des Käufers genau. Ein stabiles, ausreichendes Einkommen, genügend Eigenkapital und die Absicherung durch Bürgschaften oder andere Immobilien sind gute Indikatoren für die Fähigkeit des Käufers, langfristig seinen Verpflichtungen nachzukommen. Beurteilt, wie ernsthaft und engagiert der Käufer während des gesamten Prozesses war. Ein Käufer, der schnell und transparent mit den benötigten Informationen umgeht, zeigt in der Regel ein ernsthaftes Kaufinteresse. Überlegt, welche Risiken bestehen können und wie diese das Geschäft beeinflussen könnten. Hierzu gehört die Bewertung der aktuellen Wirtschaftslage, potenzieller Zinsänderungen und anderer Faktoren, die die Zahlungsfähigkeit des Käufers beeinträchtigen können. Manchmal kommt es auch auf das Bauchgefühl an. Eure Erfahrung kann euch oft einen intuitiven Hinweis geben, ob ein Geschäft sinnvoll ist oder nicht. Durch die Berücksichtigung dieser Kriterien könnt ihr sicherstellen, dass ihr eine fundierte Entscheidung trefft, die nicht nur auf finanziellen Informationen basiert, sondern auch die Gesamtsituation und das Potenzial für eine erfolgreiche Transaktion berücksichtigt.
Bevor wir diese Episode abschließen, lass uns nochmal die wichtigsten Punkte, die wir heute besprochen haben, nochmal zusammenfassen. Die Bonitätsprüfung ist ein unverzichtbarer Schritt im Immobilienverkaufsprozess. Sie hilft uns, frühzeitig die finanzielle Lage und die Ernsthaftigkeit potenzieller Käufer zu verstehen. Durch die frühzeitige und gründliche Überprüfung können wir sicherstellen, dass wir unsere Zeit und Ressourcen den richtigen Interessenten widmen. Daher ist es wichtig, die Bonitätsprüfung früh im Prozess zu starten, um unnötige Besichtigungen zu vermeiden und die Erfolgschancen des Verkaufs zu erhöhen. Den Interessenten durch gezielte Fragen und das Anfordern von Dokumenten wie Kontoauszügen, Gehaltsnachweisen und Finanzierungsbestätigungen sorgfältig zu selektieren. Außerdem sollte man eine vertiefte Prüfung durchführen, wenn echtes Kaufinteresse bekundet wird, um die finale Entscheidung auf einer soliden Informationsbasis zu treffen. Das Ziel all dieser Schritte ist es, gut informierte Entscheidungen zu treffen. Apropos Verkaufen. Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich umfassend und helfen dir dabei, den richtigen Weg zu finden. Mit uns an deiner Seite bist du natürlich auch das Thema Bonitätsprüfung von Interessenten los, denn das erledigen wir für dich. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Zusätzlich bieten wir für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Rufe uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visano-immobilien.de. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr mehr über Immobilien, Verkaufsstrategien und technologische Innovationen erfahren möchtet, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Euer Feedback ist unglaublich wertvoll und hilft uns, den Inhalt zu liefern, den ihr am meisten braucht. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns am nächsten Donnerstag.